eigentlich die Schrift? Nee, aber ich kenne halt die englischen Namen eher. Ja, wie Jerry. Teilweise. Nicht alle, aber. Wie Jerry. Jerry sagt dir jeden Gegenstand und jeden Ja, wenn man so Stadtnamen und viele alles Videos nur auf so auf Englisch. Englisch guckt. Na, der guckt das ja nicht auf Englisch. Der spielt das ja auch auf Englisch. Ja gut, dann ist es ja eh logisch, dass er die Ich wüsste teils nicht Namen. mal, was da steht. So, und beim Feuerbahn schreien, ja genau, dann wirst du erstmal jemanden, einen neuen NPC kennenlernen. Okay. Und feststellen, dass die Feuerhüterin tot ist. Ach, jetzt ist sie tot. Die ist tot. Jetzt ist sie tot. Okay. The more you know. Ja, da liegt ein bisschen Zeug. Lautrec ist weg. Ja, Lautrec hat die jetzt umgebracht. Ja. Und ist abgehauen. Das heißt, wir können das Feuer nicht mehr nutzen hier. Das Bonfire. Ja, das ist aus. Du kannst es nicht anmachen. Und wie belebt man die noch mal wieder? Ja, das kommt dann später. Also nicht sehr viel später, aber später. Ich sehe aus wie ein Nazgul, Alter. Hast du die neue Rüstung angezogen? Ja, die ist nicht unbedingt viel schwerer, hält aber um einiges mehr aus. Cool, der Pyromantie-Typ ist gerade beeindruckt, was ich da habe. Ja, Lautrec ist weg, sie ist tot. Schmutzige Kapuze, schmutzige Robe, schmutzige Handschuhe und blutbefleckter Helm. Schweiß. Und Hm. einen Spiel. schwarzen Augapfel. Jupp, genau den musst du nämlich dann an einer ganz bestimmten Stelle benutzen. Und hier ist King Seeker Framp. Keine Feuerhüterin, Leuchtfeuer kann nicht entzündet werden. Ah, reden. So, still. So. Geh dahin, wo der Pool ist und rede mit dem Ding. Well, I see you made it out. Yeah, I made it out safely too. I have my Pyromancy of the Great Swamp, so I can usually manage with a bit of care. Oh yeah, by the way, I can share my spells with you. I think you have a knack for it. All you need are the materials. I'll be pleased to Ja, help you. boah. Ah, and unless you find the magics unsavory. Der erklärt nicht ein bisschen Story. Yeah, wonderful. I'm sure that they'll be of some use, some assistance. Here, first take this. A flame from the Great Swamp. Now you're a fully fledged pyromancer. Well, let's get started right now. Pyromancy is the art of casting fire. Produce flame, then channel it, just as our ancestors did. A pyromancer must be in tune with nature herself. My home, the Great Swamp, is an abundant store of nature. Ach, You will jetzt. understand one day. It only takes Oh, ich time. hab was Blödes gemacht. Egal. Pyromancy has a, well, Das habe ich ja ganz vergessen. rather primitive aspect to it. It meshes poorly with advanced culture. And pyromancers are considered rather unsavory. Which is fine, as I never got along with anybody anyway. So, for me, Redest going du gerade out mit there der didn't change Schlange? a thing. Ich rede gerade mit dem Pyromanten. A pyromancer's flame is a part Also, of his mehr own sagt er body. nicht. The Ja, ich flame habe leider was develops right verpeilt. along with his skill. When I gave you that flame, I Du gave you müsst a part eigentlich of mal was myself. nachgucken, weil Please wir haben ja take jetzt good eine care of Seele it. bekommen. Eine Bossseele. A pyromancer's flame. The flame. Please. So, mit was für einer Schlange Goodbye. soll ich reden? Geh zu dem Pool. Was für ein Pool? Ja, da wurde. Ach, Wasser. Was meinst du mit Pool? Holy fucking shit, habe ich mich gerade erschrocken. Wo kommt die denn her? Das ist der vorher geschnarcht hat. Willst du mich gerade verarschen? Den haben wir aufgeweckt durch das Glockenläuten. Du willst... Nein, nicht dein Doch! Ernst. Ich dachte, der Typ, der die Kette gezogen hat, hat geschnarcht. Ah, nein, rede mit hello. dem. Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Frampt, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Was für eine Erleuchtung. Ja, gib mir alles. Very well. Then I am pleased to share. Chosen undead, your fate Ich is muss gerade to mal kurz was succeed nachgucken. the great Lord Gwyn, so that you may link the fire
cast away the dark schauen, aber das nicht and undo the curse of the undead. Du, das wirst du noch. Dem ins Maul schauen. Ja. Warum? Es kommt alles noch. I am pleased to see you well. Is it something urgent? Was? Hä? Große Scherbe füttern? Grüne... Was? Nein, lass... du kannst... Genau, das ist nämlich der Fehler, den ich gemacht habe. Du hast doch die Seele vom Mondlichtschmetterling. Die kannst du ihm füttern, dann kriegst du nämlich mehr da draus, als wenn man die nimmt. Genau. Ich habe die nämlich so genommen. Das war der Fehler, den ich gemacht habe. Ja, ich habe die, glaube ich, auch genommen. Ja, dann kriegst du nämlich mehr. Ja, ich habe die Seele von dem Schmetterling nicht mehr. Scheiße. Ich will nämlich gerade nachgucken, ob das mit der anderen Seele, die wir jetzt bekommen haben, auch so ist. Bin mir nämlich nicht sicher. Ja, genau, du, Moonlight Butterfly. Du hättest 8000 Seelen dafür bekommen und so hast du nur 1200 bekommen. Für Quelags Seele bekommen wir 10.000. Und ich guck mal nach, wie viel man kriegt. Die müssen wir verkaufen, gell? Ja, ja, warte, mach das bitte noch nicht. Weil nein, ich rede eh noch mit dem. Okay, es lohnt sich. Es lohnt sich tatsächlich, dem zu verkaufen. Quelagseele. Ja, weil du kriegst 10.000, wenn du die futterst, kriegst du nur 8.000. Okay, und ich kann mit dir auch keine besondere Waffe. Es sei denn, du möchtest so eine Chaoswaffe herstellen, dann solltest du die behalten. Was ist denn Quelagseele? Du, hast du gehört? Ja, ja, ich hab's gehört. Ach da, Hexentochter Quelag. Nee, die gebe ich ihm für 10.000. Du kriegst ja? 40.000 für die Seele von Gwyn. Aber die brauche ich ja. Ja, richtig. Die hast du auch nur, damit du es zeigen kannst. Chosen undead. Ich weiß halt nicht. Soll ich mir so ein Chaos Blade machen? Ist zwar eine Dexwaffe. Ich meine, ich hole mir später eh noch eine andere Bosswaffe. Von daher wäre es nicht so... Ach, jetzt kann ich ja auch gar nicht am Bonfire aufsteigen, gell? Richtig.
Wir hatten zwei Invader, er hatte einen, ich hatte einen. Jeder von uns hat einen Kill gemacht, und zwar jeweils den Invader des anderen. Okay, das ist cool. So, also, ich durchschreite gleich das Tor. Ich hab mich... Bin ich menschlich? Nee, ich wollte dich rufen, weil ich bin ja menschlich und hab so viel Menschlichkeit übrig. Sensfestung. Symbol ist gelegt. Das wird jetzt ein bisschen tricky, nämlich mit dem nächsten Leuchtfeuer. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich da direkt dann rasten soll oder erstmal weitergeht zu dem oberen, weil da kann man dann nämlich eine Abkürzung aktivieren. Das sehen wir dann. Was war das denn? Was war was? Jetzt sind wir die zwei Nazgul. So Leute, aufgrund dessen, dass Sensfestung ein absolutes Arschgebiet ist, schneide ich euch jetzt das schön tot an tot an, weil ich bin da so oft gestorben und wir haben da so lange gebraucht, bis wir am nächsten Bonfire waren, dass das in voller Länge euch anzutun wären 2 Stunden und das wären 6 Parts. Das tut sich keiner an. Ne. Das hier ist eine Bodenplatte eigentlich. Die ist jetzt aber schon ausgelöst. Also die, wenn die einmal aktiviert ist, dann geht die auch nicht mehr wieder. Da fällt irgendwas runter. Nein. Weil hier liegt ein Gegner oder sowas. Ja, diesen Gegner. Und hier siehst du dieses kleine Loch, da kommen dann nämlich Pfeile rausgeschossen. Die beiden Gegner hier habe ich schon getötet. Okay. So, und jetzt pass auf, jetzt wird's nämlich gleich lustig. Tada! Oh. Und auf der anderen Seite siehst du, da steht Gegner. Kann man den hier runterschubsen lassen? Hier unten sind übrigens 2 von diesen Titanit-Dämonen. 2? 2. Okay, die Reichweite reicht nicht. Ja, das ist eben das Blöde. Man kann durchrennen. Jetzt hast du. Ah, jawohl, ich habe ihn getroffen. Es hat wohl nur 18 Schaden gemacht. Hauptsache, er ist gepult, das ist das Wichtigste. Weil hier auf dem schmalen Gang damit zu kämpfen ist halt kacke, weil da oben sind nämlich noch andere Gegner, die Fernangriffe haben. Ist der irgendwie doof? Warte mal ganz kurz. Gut getimed. Das war tatsächlich. Entschuldigung. Das war tatsächlich nur Glück. Ja, guck mal, ob du da durchgerannt kommst. Ich bin durch. Halt, stopp. Nein, das schaffe ich nicht mehr. Es wird nämlich noch lustiger. Wie jetzt? Renn mal bitte nicht so vor. Ich habe hier ein bisschen Panik, weil du sagtest fallen. Was schießen die denn? Blitzen. Achso. Das ist halt eben die Kacke. Billige Nachahmung von mir. Kriegst du den? Jawohl. Aber das macht zu wenig Schaden eigentlich. Na, ich brauche ein paar Pfeile. Er kann mich nicht treffen, das ist sehr gut. Okay, doch, es geht. Hä? Er ist nicht mehr sichtbar aus irgendeinem Grund. Aber egal, er ist tot. Lass mich bitte zuerst. Alter, dass du dazwischen stehen bleibst. Ah ja, ist doch genügend Platz. Bodenplatte! Au! Au, Achtung! Ja, gehst du nicht in den Raum rein und dann zur Seite? Es wäre viel einfacher gewesen. Panik. Ich mach erstmal die Truhe auf. Ach, das ist ja. So, jetzt bin ich mir nämlich gerade nicht ganz sicher. Ah ja, hier sitzt lustig. Den Typen da ignoriere erstmal. Welchen Typen? Den Typen? Ja,
Nicht den. Das sah lustig aus. Hallo. Ich lass den da jetzt eiskalt. Ja. Ich kann den auch töten, gell? Ja, schön, dass du das kannst. Soll ich? Oh. Nein! Ist dir wichtig? Lass den jetzt mal da und renn lieber hier mit hoch. Lass mich raten, diese Kugel kommt zurück! Exakt. Davor ist nämlich eine Nebelwand. Das Lustige. Wann kann man hier hoch? Hier oben ist eine Truhe. Warte mal, ich muss. Dort befindet sich ein Hartstahlring. Warte mal, ich muss mich erstmal heilen. Verstärkt Verteidigung bei Angriffen. Aha. Und jetzt unten durch die Nebelwand? Hier unten. Nee. Da kamen gerade zwei. The fuck, das ist seltsam. Geh mal bitte noch weiter runter und dann quasi ganz zu links um die Ecke. Nämlich nach ganz unten. Da unten ist einer von diesen Gegnern. Und da müsste Sidmeier von Katharina sein. Also mit anderen Worten, ich renne jetzt gerade erstmal wieder zu der Tür jetzt. Also hier liegen zwei Tote. Und da sitzt einer am Abhang. Ohne Rüstung. Wo kann ich denn da? Ach, da. Okay, gut, dann warte ich. Warte eine Kugel noch ab jetzt eben. Ich bin so übervorsichtig bei sowas. Okay, das waren zwei. Hä? Was ist? Hä? Hä? Was? Was? Was ist denn? Du stehst da gerade nur rum. Hier vor mir saß einer. Hä? Warum stehen die jetzt auf? Hä? Pass auf, ich stand hier, ja, und hier saß einer am Abhang, ja? Wirklich die Beine nach unten baumeln lassen, dann habe ich genau das getan. Und auf einmal fällt er runter. Du hast Sidmeier getötet, oh Mann! Holy, das war nicht mit Absicht. Oh Mann, Hier ist übrigens ein Gegner, du standest hier übrigens, hast dich von zwei Gegnern verkloppen lassen. Der eine ist runtergefallen, den anderen habe ich gebacksteppt und dann ist er auch runtergefallen. Du hast mich gerade verarschen, bei mir lagen die ganze Zeit zwei tote Gegner hier. Nee, die haben gelebt. Bei mir nicht. Bei mir waren die beide tot. Deswegen habe ich mich eben so gewundert, als du den einen gebacksteppt hast. Wie kommt man denn an das Item da oben ran? Hier auf diesen Vorsprung hier oben, da liegt ein Item, muss man sich runterfallen lassen gleich mal. Ja. Ey, das tut mir jetzt voll leid, dass ich den umgebracht habe. Das war nicht mit Absicht, aber... Was soll, ey? Ey, ich schwör's dir, wenn du das bei mir hättest sehen können. Ich guck's mir eine Aufnahme an, wenn du es irgendwann hochlädst. Müsste ich mich vielleicht anleiten, wo ich runterspringen muss. Ganz oben. Und das meine ich ernst. Hier. Ja. Boah, das ist voll tief, ne? Ja, du stehst gerade bei mir in der Luft. Oh. Okay, so viel hat's nicht abgezogen. Ah, Shuttle. Nicht hier. Was für ein Ding-Dong? Das Shuttle. Das ist dein Shuttle. So ein spezielles Schwert, was irgendwie so komisch an einem Schild vorbeihaut, weil es so komisch geschwungen ist. So, und als nächstes geht es dann durch die Nebelwand. Okay. Du musst mich aber erst dahin lassen. Ja, ich hatte nicht vor, dir den Weg zu versperren. Ich sehe nichts. Ah, jetzt sehe ich was. Achte auf diese Bodenplatten. Ja, da vorne ist direkt eine. Ist das die, die ich denke, die das ist? Oder ist das... Weiß ich nicht. Dreh doch mal drauf. Hinten. Ja, ich hab's gesehen. Ah, kein Problem. Hier waren gerade schon wieder zwei Kugeln. Lässt du mich mal bitte dahin? Lässt du mich mal bitte dahin? Warte mal.